Katar denkt wohl an Ausstieg bei PSG. Weil Paris erneut vorzeitig in der Champions League gescheitert ist, denkt der langjährige Investor Qatar Sports Investments wohl über einen Ausstieg nach. Laut der französischen Zeitung Le Parisien seien auch Kürzungen der finanziellen Mittel nicht auszuschließen. Seit 2011 investierte Katar mehr als 1,5 Milliarden Euro in den Hauptstadtclub. In den nächsten 4 Jahren sollen unter anderem ein neues Trainingszentrum sowie der Ausbau des Stadions fertiggestellt werden. PSG war im Achtelfinale der Champions League an Manchester United gescheitert und verspielte Ende April auch den französischen Pokal. Barca will Gladbachs Sommer. Nach Marc-André ter Stegen könnte Borussia Mönchengladbach erneut seinen Keeper an den FC Barcelona verlieren. Wie die Marca berichtet, könnte Jan Sommer die bisherige Nummer 2 Jasper Cillessen bei den Katalanen ersetzen. 2014 wechselte Sommer aus Basel zu den Gladbachern. Ajax-Keeper Onana und Paul Lopez von Betis Sevilla gelten wohl auch als Kandidaten für Cillessens Nachfolge. Bundesliga-Rekord für Leipzig. RB Leipzig hat einen neuen Bestwert im deutschen Fußball-Oberhaus aufgestellt. Aus den ersten 100 Bundesliga-Partien konnte RB 54 gewinnen. Damit stehen sie vor dem 1. FC Köln mit 53 Siegen und dem FC Bayern mit 52 Siegen. Im Kampf um die Meisterschale spielen die Leipziger nach dem 3:3 gegen Mainz keine Rolle mehr. Mit zuletzt 14 Spielen ohne Niederlage konnten sie sich jedoch schon einen Champions-League-Platz sichern.